Ja, grüße euch und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Ben von der Straight Trainer Ausbildung und wie ihr seht, dreht sich auch heute alles um das Femoropatellargelenk, also das Gelenk zwischen Femur, dem Oberschenkel, und der Kniescheibe, der Patella. Nur dieses Mal betrachten wir das Ganze von der Frontalebene, nicht so wie letztes Mal von der Seite, sondern eben, wie gesagt, von vorne. Denn auch da, wie ihr gleich sehen werdet, passieren recht spannende Sachen, wo uns das Wissen über resultierende Kräfte weiterhelfen kann. Und am Ende ist es natürlich eine super Sache, weil dadurch könnt ihr euch als Trainer erklären, warum es hin und wieder zu Problemen hier kommen kann. Und andererseits könnt ihr dann argumentieren und begründen, warum gewisse Interventionsmaßnahmen sinnvoll sein können. Und ja, schauen wir uns das Ganze an, um was es eigentlich geht. Wenn wir uns die Relation zwischen Oberschenkel und Unterschenkel anschauen, dann sehen wir mehr oder weniger, dass der Oberschenkel nicht komplett gerade in den Unterschenkel verläuft, sondern mit einem leichten geknickten Winkel. Nur zur Orientierung, das hier ist lateral, also das ist auf der Seite, das heißt, das wäre jetzt mein rechtes Kniegelenk, und das hier ist zur Körpermitte zeigend, also medial. Einfach, dass wir wissen, über was ich spreche. Und wir haben einfach aufgrund des Baues des Oberschenkels durch seinen Hals mehr oder weniger einen ganz natürlichen Valguswinkel. Das bedeutet eben, dass der Oberschenkel leicht schräg einstrahlt und dann der Unterschenkel in Relation gerade nach oben zeigt. Und dadurch ergibt sich eine spannende resultierende Kraft. Nämlich, wenn der Quadrizeps kontrahiert und entlang dieses Valguses die Kniescheibe hochzieht, also gehen wir jetzt einmal davon aus, dort rüber, und sie ist natürlich über das Patellaband hier unten fixiert, dann seht ihr, dass sich hier ein leichter Spitz ergibt und dementsprechend entsteht eine resultierende Kraft, die die Kniescheibe nach lateral, also auf die Seite ziehen möchte. Und prinzipiell muss man hier schon ein bisschen unterscheiden, weil es natürlich auch darauf ankommt, wie hart und wie stark der Quadrizeps kontrahiert, weil im Stehen brauche ich bei gestrecktem Knie so gut wie keine Quadrizepsaktivität. Aber wenn das eben andere Aktivitäten sind, Sprünge, irgendwelche Stürze, wo ich mich abfangen muss und ähnliches, wo eben bei einem sehr stark gestreckten Kniewinkel hohe Kräfte auftreten und eine hohe Quadrizepskontraktion da ist, dann kann das zu Problemen führen, beziehungsweise sogar die Patella, also die Kniescheibe, nach lateral zur Seite luxieren, also herausspringen. Und natürlich haben wir sehr, sehr viele Sicherungsmechanismen. Das bedeutet, vor allem, sagen wir so, passive Sicherungsmechanismen, wie zum Beispiel das Retinaculum oder das mediale Patellofemoralband. Oder ihr seht hier so eine Grube, das ist der Sulcus. Und da gibt es mehr oder weniger einen Winkel, den man messen kann. Der kann mal flacher, einmal spitzer sein. Und der ist bei, sagen wir so, bei gestrecktem Knie befindet sich die Kniescheibe kaum mehr in dieser Rinne drinnen, also diesem Sulcus, und hat dementsprechend auch weniger Halt und Stabilität nach links bzw. nach rechts. Dementsprechend sind eben oder sind Kräfte, die bei sehr stark oder nahe vollständig gestreckten Knie auftreten, eher das Problem, wie es beispielsweise auch bei einem Plank sein könnte. Ja, ist zwar eine Rumpfübung, aber auch hier muss der Quadrizeps bei gestreckten Knie eigentlich sehr, sehr stark kontrahieren, aufgrund eben, wie die Kräfte und die Lastarme wirken. Ja, ich habe schon gesagt, passive Strukturen haben wir einige, nur darauf können wir als Trainer keinen Einfluss nehmen. Das Einzige, was wir hier wirklich kontrollieren können, wäre über, also muskulär,
fangen wir mal so an, das direkt an der Kniescheibe agiert, eben der Quadrizeps. Der ist nicht nur ein Kniestrecker über die Verbindung zum Unterschenkel, sondern er agiert eben auch hier an der Kniescheibe. Und hier sind vor allem zwei Köpfe sehr interessant, nämlich der Vastus lateralis, der mehr außen gelegen, also lateral liegend ist, und der Vastus medialis, der eher hier innen, oder nicht eher, sondern der im Innen gelegen ist. Das Ganze ist ein bisschen eine vereinfachte Darstellung, da der medialis auch einen längeren Ansatzpunkt hat, der ungefähr bis hier rauszieht, aber der Vereinfachung passt schon diese schematische Darstellung. Und das Spannende ist, die beiden Muskeln ziehen eben nicht gerade hoch, sondern jeweils in einem anderen Winkel. Insgesamt kann man sagen, dass der Vastus medialis, beziehungsweise mit seinem Pendant, dem Vastus medialis obliquus, der eher hier draußen liegt, eher einen flacheren Zug nach medial hat und der Vastus lateralis eher einen steileren Zug nach lateral. Insgesamt ist aber der Vastus lateralis, was den Kraftoutput angeht, ein bisschen kraftvoller als eben der medialis. Dementsprechend ist auch hier der Kraftvektor vom lateralis etwas länger, der vom medialis etwas kürzer. Aber was wir auf jeden Fall sehen können, ist, dass sich hier wieder, wenn wir das Ganze korrekt einzeichnen, um eine resultierende Kraft zu bestimmen, eben eine resultierende Kraft entsteht, die leicht zur Seite rausgeneigt ist. Also leicht lateral ist. Wenn es eben Probleme gibt, weil beispielsweise femorales Schmerzsyndrom, kann es eben helfen, den Quadrizeps hier aufzutrainieren, weil was passiert im Endeffekt? Sagen wir, wir verlängern den Quadrizeps oder die Kraft des Vastus medialis. Und wir verlängern die Kraft des Vastus lateralis um denselben Betrag. Dann kommt es zu einem sehr, sehr spannenden Punkt, nämlich die resultierende Kraft hier wird nicht einfach nur länger, sondern dadurch, dass eben der Medialis stärker oder einen flacheren Ausstrahlwinkel hat, neigt sich auch diese resultierende Kraftkomponente mehr Richtung Mitte. Und das ist eben ein sehr, sehr cooler sehr, sehr coole Sache, mit der wir eben dieses Problem zu einem gewissen Grad beheben können. Und wie gesagt, wir haben nicht viel Einfluss bezogen auf die passiven Strukturen, die eben sehr, sehr viel Stabilität geben, aber wir nützen einfach alles aus, was uns als Trainer zur Verfügung steht, um eine gewisse, um das Ganze zu optimieren. Gut, was habe ich noch für Möglichkeiten? Naja, ich kann mehr oder weniger darauf fokussiert sein, dass diese Knieachsenausrichtung akkurater wird. Das bedeutet eben, je stärker das ganze System hier nach innen reinknickt, umso größer wird logischerweise diese resultierende Kraft, die herausgeht, denn umso spitzer wird logischerweise der Winkel, wie diese beiden Strukturen hier zusammenlaufen. Und wenn wir unten anfangen, dann ist ganz unten einmal das Fußgewölbe. Das bedeutet einfach die korrekte Druckableitung nicht über den Innenfuß, sondern mehr oder weniger über die Fußaußenkante. Das ist jetzt ein bisschen extrem, aber eben ein bisschen stärker nach lateral, also zur Seite gehend.
dann könnt oder dann richtet es mehr oder weniger schon meine Knieachse mehr auf und dieses Alignment wird oder kann besser werden. Genauso macht es natürlich Sinn, ein Auftrainieren der kleinen und mittleren Gesäßmuskulatur, genauso wie des Gluteus Maximus, zugehörig auch den Piriformis, Obturator und Gemellus Muskel, die eben auch je nach Hüftbeugeposition zu Abduktoren werden und dadurch eben auch einen Einfluss auf diese Knieachsenausrichtung haben können. Ebenso macht es Sinn, im Athletiktraining die Landemechanik zu schulen. Es wird eben, wie gesagt, nicht immer in gewissen Spielsportarten möglich sein, einen Knievalgus zu verhindern und das ist per se auch gar nicht problematisch. Aber eben dennoch heißt es nicht, dass man nicht an der Landemechanik zusätzlich arbeiten kann, um quasi während hohe Impacte herrschen, die Knieachse so akkurat, wie es eben möglich ist, ausgerichtet zu halten. Nun, ich hoffe, ich habe euch wieder einige Tipps hier mithilfe der resultierenden Kräfte mitgeben können. Wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss und Baba.